Schrumpfpilze. Die habe ich hier seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Die müssen weg. Sie stellen den gesamten Rhythmus des Waldes auf den Kopf. Was mache ich denn jetzt bloß mit euch? Ich könnte versuchen, aus euch einen Schrumpftrank zuzubereiten. Ja, das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. So. Jetzt habe ich einen Schrumpftrank. Nanu? Wer bist du denn, mein kleiner Freund? Seid gegrüßt, Biblin, Zauberer des Waldes. Ich, König Adamus II., bitte um dringendste Hilfe. Komme sofort zur Königsburg. Dorthin werden auch die anderen drei kommen. Ihr vier seid meine letzte Hoffnung. Beeilt euch. Adamus II. Der König braucht meine Hilfe. Schon im Morgengrauen werde ich da sein. Seid willkommen, Magier. Sicher wollt ihr wissen, warum ich euch hergerufen habe. Nun, ich denke, das Problem ist offensichtlich. Richtig, meine Krone. Sie ist weg. Gestohlen vom dunklen Magier Zorn. Er ist ja für seine endlose Gier bekannt. Aber jetzt hat er die Grenzen überschritten. Deshalb habe ich euch herbestellt, in der Hoffnung, dass wenigstens einer von euch es schaffen wird, Zorn zu bezwingen. Vielleicht schafft es ja Donner, die mit ihrem Blitzenzorn ordentlich unter Schock setzt. Oder vielleicht bezwingt ihn Iskald, der mit seinem Eiszauber den dunklen Magier auf ewig erstarren lässt. Aber vielleicht wird auch Flammo siegreich sein, der Zorn richtig Feuer unterm Hintern macht. Doch eventuell überlistet ihn auch der Waldmagier Biblin. Nehmt euch in Acht, der gefürchtete Glühwürmchenzauber. Ich hoffe, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Natürlich. Was soll denn schon passieren? Wir haben noch den Magier des Waldes dabei. Ruhe jetzt. Wir können uns keine Späßchen erlauben. Das Vorhaben ist von größter Wichtigkeit und dementsprechend werde ich den, der mir die Krone bringt, reichlich belohnen. Zorn hortet seinen gestohlenen Besitz in einer Gruft im Finsterwald, welche von einem grausigen Troll bewacht wird. Es ist ein weiter Weg über Schneeberge, Einöden, Vulkanlandschaften und Wälder bis dorthin. Viel Glück. Thank you.
Dieser Wald. Was ist nur mit ihm passiert? All die Pflanzen. Sie sind so verkommen. Hast wohl noch nie was anderes als dein Wäldchen gesehen, hä? Gewöhn dich dran. Jetzt gibt es keine zwitschernden Vöglein mehr. Jetzt sind wir in Zorns Finsterwald. Flammo, sieh dir das mal an. Der Fußabdruck eines Trolles. Das war nicht irgendein Troll, das war Zorns Troll. Wartet! Hahaha, Eis ist nun mal das unbezwingbarste Element. Ich hab es geschafft. Warum öffnet sich das verfluchte Tor nicht? Verdammt! Vielleicht braucht man eine Zauberformel oder so. Ach was, das ist doch viel zu altmodisch. Geh mal aus dem Weg. Na, wer sagt's denn? Feuer ist nun mal das beste Element von allen. Ha! Aber... Halt! Hast du das gehört, Flammo? Was gehört? Donner. Sie sind unaufhaltsam und es werden immer mehr. Na toll, jetzt hast du uns auch noch Fässer in den Weg gerollt. Nur Probleme hat man mit dir, nur Probleme. Ich wollte euch doch... Hoho, was für Schätze dieser Geizhals sich hier angehäuft hat. Unglaublich. Und dort, das ist die Krone des Königs. Ich habe es geschafft. Halt! Ihr dachtet doch nicht etwa, ihr könnt hier so einfach reinspazieren, ohne dass ich es merke. Du hast die Krone des Königs gestohlen. Dafür wirst du bezahlen. Ah, die Krone ist also der Grund, warum ihr hier seid. Ja, ja. Seht sie euch an. Seht ihr den Glanz des Goldes? Spürt ihr die Schönheit, die sie ausstrahlt? Ah, viel zu schade, um auf den Kopf irgendeines Taugenichts zu setzen. Naja, wie dem auch sei. Ihr seid selbst schuld, dass ihr es gewagt habt, in die Festung des mächtigen Zorns einzubrechen. Weg hier, sonst stehst du noch im Weg. Haha!
Ja, keiner kann es mit Zorn aufnehmen. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin Biblin, Zauberer des Waldes. Ein Waldzauberer also? Ist mir aber auch egal. Tatsache ist nun mal, dass du in meine Schatzkammer eingedrungen bist. Und wie du an deinen Freunden gesehen hast, verstehe ich da überhaupt keinen Spaß. Halt, halt! Was hast du? Jetzt wird mit dir kurz ein Prozess gemacht, Dieb. Nein, das würde ich an eurer Stelle nicht tun. Ach ja, wieso denn nicht? Naja, weil ihr dann das hier nicht bekommt. Was soll das denn sein? Nun, das ist ein das ist der Trank der Unbesiegbarkeit, meine ich. Nie gehört. Jetzt wartet doch. Wollt ihr ihn denn etwa nicht? Ich meine, stellt euch mal vor, ihr wärt unbesiegbar. Ihr könntet schon gleich zur Königsburg marschieren. Und der König könnte euch nichts anhaben. Denn ihr wärt ja unbesiegbar. Und stellt euch vor, was euch dann gehören würde. Die Schatzkammer des Königs. Man sagt, Berge von Gold liegen in der Schatzkammer des Königs. Nicht zu vergleichen mit hier. Smaragde, Rubine, Saphire, Diamanten. Jetzt gib den Trank schon her. Los! Ja. Ich kann die Unbesiegbarkeit schon spüren. Hey, was ist hier los? Es ist so groß. Was hast du getan? Ja, warte! Hey, hör auf. Das kitzelt. Mm-hmm.